Ja, hier ist der Schnuppen. Willkommen zurück zu Deep Stars X-Mas Lemmings. Heute am 13. Dezember, wo wir den dritten Schwierigkeitsgrad anfangen. Denn gestern haben wir den zweiten abgeschlossen mit einem Level, was nicht so gut lief für mich. Weil ich zum einen einen Hotkey vergessen habe, eine gewisse Taste, die besonders vereinfacht hätte, um den richtigen Lemming auszufinden zum einen. Und weil ich das Rätsel nicht so kapiert habe mit dem Blocker da mittendrin, der dann gleichzeitig den Miner umdrehen musste und dann den Gräber, den Gräber halt dazu nutzt, dass er sich vielleicht wieder befreit. Ja, aber wir haben es geschafft. Ich hoffe, wir kommen mit dem Wissen von gestern, kommen wir besser voran im nächsten Schwierigkeitsgrad, den wir heute anfangen werden. Und zwar ist das Schwierigkeitsgrad Glittering. Ja, sind drei, sind der dritte von vieren, also kommen dem Ende langsam näher. Sind ja nur noch ein paar Tage bis Weihnachten. Und ich würde sagen, wir legen los und schauen, was uns erwartet. Wir haben beim letzten Mal ja schon eine kleine Vorschau gesehen, aber jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal an. Und zwar spielen wir heute Mine Under Control. Das ist ein Level mit 20 Lemmingen, wovon 17 das Ziel erreichen müssen. Eine Fernsehrate von 1 und 2 Minuten Zeit. Und wieder ein Level von Piuf. Also ein Level, wo es zeitkritisch, wo es ein Zeitlimit gibt. Genau. Also müsst ihr alles rechtzeitig regeln. Und wir gucken uns das mal an, wie das aussieht. So, let's go. Ja, er will schon let's go. Und wir machen immer noch let's cook. Und zwar haben wir in diesem Level einen Fallschirmspringer, zwei Blocker, einen Brückenbauer, einen Gräber und einen Minenarbeiter. Ja, okay. Wie sieht's aus? Eine Brücke brauchen wir hier. Ja, schon mal klar zu sagen. Wir brauchen dann. Ja, was brauchen wir dann noch? Also drei dürfen ja auch sterben insgesamt. Drei Lemmingen dürfen sterben. Das heißt, wie macht man das? Kann man hier vielleicht durch? Wäre wohl zu einfach. Wahrscheinlich ist das zu hoch, vermute ich. Ich habe nur eine Brücke. Ich kann auch keine Brücke hinbauen. Also geht das auch nicht. Wie macht man das? Kann ich hier irgendwas machen auf der Seite? Das wäre auch zu hoch. Möglicherweise. Hier kann ich auch nichts machen, wenn der mal hier ist. Kann ich wahrscheinlich nicht durchbuddeln. In irgendeiner Version, in irgendeiner Portierung war es so, dass man, wenn der Schnee vor so einem Stall Dingens war, konnte man da durchbuddeln bis dahin. Weil dann galt wirklich das, was du hier siehst, als Material. Das gibt es, glaube ich, auch hier nicht mehr. Oh, man kann es wieder einstellen, ich weiß es nicht. Hier kann man ja alles einstellen, ist eigentlich eine Open Source Engine, glaube ich. Da kann man ja alles ändern, wie man das halt möchte. Auf jeden Fall, ja. Wie machen wir das? Ich muss auf jeden Fall dann wahrscheinlich durchbuddeln. Ich muss irgendwie einen dahin kriegen, dass ich vorausbauen kann. Ja, ich brauche einen, damit er vorausbauen kann. Den kann ich auch ausrüsten mit so einem, halt mit so einem Fallschirm. Dass ich entsprechend vielleicht hier dann irgendwie durchkomme oder so. Ja, und dann bin ich dann da und dann, was mache ich dann? Blocker habe ich ja, aber ich kann ihn auch nicht sprengen, also hilft mir auch nicht weiter. Ich glaube, können wir das für das nutzen, was wir gestern so gelernt haben. Nämlich den Blocker, den da zu verwenden, um den Miner umzudrehen, den Minenarbeiter. Dafür nämlich eine Möglichkeit, wo man einfach dann hier sich quasi reinbuddelt und dann im richtigen Moment einen Blocker hier hinstellt, wenn einer hier so ein bisschen durchschlüpft, der dann entsprechend alles baut. Da müssen wir die Minenarbeiter nun, dann wird er abgeblockt, dann geht er hier weiter. Dasselbe dann nochmal hier und dann buddeln wir uns durch zum Ende. Das sind 2 Minuten. Das ist der Plan, würde ich sagen. Dass man so lösen soll, da hilft uns das Wissen von gestern sehr hilfreich, sehr ungemein eigentlich. Ist quasi ein Level, was man ich hätte umgedreht gebraucht hätte, glaube ich, für meine eigenen Kenntnisse. Ich hätte lieber das Level zuerst gehabt von gestern, um dann das Level von
gestern, heute zu haben. Was ja für mich ein bisschen besser. Auch wie mir gesagt wurde, dass das letzte Level eines Schwierigkeitsgrads schwieriger ist als das erste des nächsten. Ja, hier, ja gut, ist halt eine erweiterte Technik für Lemmings und ich wusste das nicht so gut. Auf jeden Fall, das ist der Plan. Hab ja alles erzählt und ich würde sagen, wir machen das mal. Und versuchen das mal, ne, logischerweise. Muss nur gucken, wo ich das am besten mache. Auf jeden Fall auf der anderen Seite. Muss einmal umdrehen, das geht auch. Okay. Ja, Weihnachten nähert sich. Habt ihr mittlerweile alle eure Geschenke euch besorgt? Ich glaube, das sieht gut aus. Oder kauft ihr auch wieder zuletzt und. Boah, so Mann, oder Weihnachtsplanung ist schon gemacht von wegen Weihnachtsessen und so. Könnte ja auch sein, dass ihr Weihnachtsessen macht, organisiert müsst. Ich weiß ja nicht, wie alt ihr alle seid, keine Ahnung. Das ist natürlich unterschiedlich. Ältere müssen schon selber was machen. So, gucken, ob das funktioniert. Geht das? Geht das? Geht das? Ja, es geht vielleicht. Nein, habe ich falsch gemacht. So. Jetzt muss ich den Walker nehmen. Ja, es hat funktioniert. So, der kriegt den falsch hier, mein letztes. Und dann hat das nur geklappt. Wunderbar. Wie gesagt, das ist mit dem Wissen von gestern kein Problem. Hier kann ich den rüberbauen. Ist dann fertig. Dann haben wir das abgeschlossen. Nur das nochmal richtig machen. Ja, wenn ihr älter seid, müsst ihr natürlich selbst schon alles organisieren. Irgendwie so in Sachen Essen machen und so. Was gibt's denn bei euch zu essen? Weihnachten? Irgendwas Besonderes oder so? Ich weiß ja nicht. Keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, was es gibt. Wenn es überhaupt was Besonderes gibt. Keine Ahnung. Das könnte funktionieren, ne? Mach ich mal so. Sollte doch klappen. Die Zeit ist nicht kritisch, wa? Dann muss ich warten, bis er hier vorbeikommt, damit er dann nicht da durchbuddeln kann. Die muss ich alle. Die müssen alle sterben, leider. Die armen Lemminge. So ist das leider. Komm her. Hab nicht so viel Zeit hier, komm her. So. Ich hoffe, wir schaffen das jetzt noch. Ne, ich weiß noch nicht, was es bei mir gibt dieses Jahr. Die letzten Jahre waren ja auch nichts Besonderes gemacht, aber irgendwann mal ändern. Aber die Zeit reicht nicht, glaube ich. Ja, da muss ich irgendwie früher, muss ich hier früher machen, glaube ich. Ich muss den Weg verkürzen. Das reicht nicht. Aber grundsätzlich, so funktioniert das Level, das ist jetzt deutlich einfacher als gestern für mich. Und das heißt jetzt nur für mich, weil grundsätzlich war das Level von gestern nicht schwer. Eigentlich, ja, es war alles klar, was man eigentlich machen muss. Nur wusste ich das nicht, dass ich das machen muss. Ja, your time is up. Better rethink your strategy before you try this level again. Ja, natürlich. Wieder hab auch eine Ahnung. Ich werde da hier früher das machen müssen. Viel früher eigentlich. Da kann ich irgendwo noch Zeit sparen irgendwo. Mal halt mal sehen. Das ist zu weit, leider. Das geht aber nicht früher, ne? Dann muss hier so sein, dass er dann da durchkommt. Ja, ich probier's mal so. Ja. Gut, meistens war es so, dass irgendwie bei Großeltern was war. Letztes Jahr eigentlich auch nicht. Habe ich auch nicht gemacht. Ja, hatte ich irgendwie keine Lust letztes Jahr da drauf. So. Ja, super. Was geht jetzt auch nicht? Warum geht das nicht? Er war schon besser, was ich da hatte vorher. Das kann ich nochmal zurücksetzen. Können wir auch komplett neu starten eigentlich, aber mach's mal so. Das war schon richtig. In der Mitte muss das raus. Dann passt das nämlich vom Abstand her. Ja, letztes Jahr habe ich das nicht gemacht. Dieses Jahr muss ich mal sehen. Gut, ich weiß ich noch von nix. Weiß nicht. Grundsätzlich hätte ich auch gar keine Zeit dieses Jahr, aber weil ich wichtige Sachen zu erledigen habe über die Weihnachtsfeiertage. Aber naja, ab und zu mal essen gehen, man muss auch mal. Das kann ich mir auch erlauben durch besseres Zeitmanagement. Ne? Ist das eigentlich auch möglich? Das war schon besser so. Habe ich alles schon richtig gemacht eigentlich eben.
Jetzt dreht er wieder um. So, du kommst jetzt hier. Ich weiß, du wolltest dich retten hier. Muss irgendwie das früher machen, dass er hier irgendwie direkt da vorbeikommt. Ja, danke schön. So, man muss irgendwie gucken, wo am besten so auf dieser Höhe hier in der Mitte oder so. Vielleicht hier? Vielleicht reicht das schon, vielleicht muss ich überhaupt. Ich weiß es nicht so genau, muss ich mal gucken. Ja, wie gesagt, dieses Jahr habe ich gar keine Zeit, großartig. Halt, das war ich glaube, schon richtig so. Probier's mal so. Aber ich denke mal, kann man sich trotzdem erlauben, ja. Wenn man wieder mit besseren Zeitmanagement geht das bestimmt auch. Was geht das? Geht das? Ja, es kommt so vorbei, gerade so eben. Aber hat funktioniert. Könnt ihr das so erreichen mit so einer Zeit? Aber ja, mit besserem Zeitmanagement müssen wir auch wichtige Sachen erledigen können und trotzdem noch abschalten. Ich meine, ich mache immer noch diese Let's Play-Folgen hier, ne? Also muss ich auch dafür die Zeit sein. Ja, also. Aber wenn man da sich einen Plan aufstellt, das jetzt reicht, bin ich mal gespannt. Müsste eigentlich ja möglich sein. So. Ich hoffe, man, ich komme hier so noch an, ja. Nee, der kommt nicht an, scheiße, wahrscheinlich. Das reicht wieder nicht. Der rennt da irgendwo rum und da. Der ist weit weg. Und die? Das reicht auch nicht. Verdammt nochmal, was soll ich da noch machen? A little more practice on the level is definitely recommended. Ja, wieder irgendwie so eine. Ach, das Level. Vom Ablauf gar nicht so schwer, ja, aber. Ach. Wollen wir ja Pixel genau irgendwie einen Blocker setzen oder so, ja. Ich hasse sowas doch. Mach ich nochmal. Ja, ich versuche nochmal. Grundsätzlich, wie gesagt, wie es ablaufen soll, wissen wir. Das ist wie bei anderen Level, wo ich dann eine ganze Stunde war es ja auch, dann gesessen habe, wo es nur wegen den Pixeln nicht hingehauen hat. Im falschen Timing immer. Ich denke mal, hier kann ich nicht mehr rausholen. Wüsste ich jetzt nicht. Ich muss nur hier irgendwie mehr rausholen. Nur wie mache ich das, ist die Frage. Weil hier ist nur der optimale Zeitpunkt, was zu machen. So, dankeschön. Dann habe ich auch richtig, noch einen richtigen Hotkey jetzt auch. Es gibt mir eine Taste, wo ich alle Walker anwählen kann. Das ist dann natürlich besser, ne? Hätte man beim letzten Mal auch gebrauchen können, diesen Kram an Lemming, die wir da hatten. Hat mir aber auch nicht weitergeholfen. Ich wusste auch erst so spät. Allgemein. Klar. So, hier war so also zu spät. Ich muss dann irgendwie hier oder so. Ich muss. Aber wie muss ich da noch tiefer? So. Ich denke mal nicht, dass das geht. Ich denke mal, das ist zu nah. Ist viel zu nah. Ja, ist klar. Das konnte nicht funktionieren. Ganz ehrlich nicht. Konnte nicht funktionieren. Das war noch zu nah. Er muss wirklich ganz, ganz nah hier dran. Und ich weiß nicht, wo der steckt. So, versuche ich mal jetzt. Das ist jetzt nur ein Pixel mehr oder so, aber vielleicht muss ich auch damals anders machen. Er kommt noch vorbei, aber. Tja. Aber ich hätte da auf 99 hochstellen müssen, damit die alle auf einen Punkt haben oder so, aber. Ich weiß es nicht. So, komm her. Nein, danke schön. So, da habe ich 28 Sekunden Zeit, aber ob das jetzt reicht, ist ja die Frage. Ja, Zeitmanagement, wo wir gerade da eben drüber gesprochen haben. Dieses Level hier ist eine ideale Demonstration von Zeitmanagement. Wie managt man die Zeit? So. Reicht aber wieder nicht, glaube ich. Dann muss ich irgendwas hier oben noch anders machen. Ich wüsste nicht, wo ich sonst mehr rausholen kann, ganz ehrlich nicht. Es reicht nicht. Es reicht einfach nicht aus. Ich muss dann hier irgendwie noch Zeit sparen. Wo hole ich mir Zeit raus? Wo kann ich hier Zeit rausholen? Ich mache ja schon wirklich so früh wie möglich alles.
Ja, hier kann ich nicht mehr sparen. Ich kann nur hier was sparen. Aber wie mache ich das? Vielleicht muss ich da irgendwie ein Pixel vorher fertig werden oder so. Ich weiß es nicht. Ja, vielleicht muss ich da beten nach unten oder so. Vielleicht muss das so gemacht werden. Ich versuch's eigentlich. Wir müssen mal probieren. Das ist wieder ein bisschen. Ja. Das Problem an diesem Level ist. Im Grunde macht man alles richtig, ja? Man macht alles richtig, man weiß eigentlich nicht, nur, was man eigentlich falsch macht. Weil es hängt nicht daran, dass man irgendwie. Die Schritte macht man alle richtig, nur es geht nicht. Na super. Es reicht doch anders gar nicht. Es reicht doch anders gar nicht. Ich kann nur einen Schritt weiter höher. Das ist nämlich der Lemming. Das ist nämlich genau das, was er eben macht die ganze Zeit. Ich kann da nicht mehr rausholen. Das muss ja irgendwie gehen, ne? Verstehe ich das nicht, dieses Level. Ja, es hat ja so ein Zeitlimit und das liegt eigentlich gar nicht daran. Liegt es doch daran. Jetzt mal ehrlich, ich habe das noch gar nicht probiert. Vielleicht bringt das ja was. Aber, vielleicht ist das doch, vielleicht ist doch die Entscheidung, dass die mehr zusammen sein müssen. Natürlich, dann nehme ich meine Kritik zurück. Ich ärgere mich immer selber, ja. Es hängt nicht damit zusammen, dass es Mist ist. Aber wenn ich es nicht kann, dann ist das Spiel schuld. Tut mir leid, wenn ich das sage. Ja. Natürlich ist das nicht so. Ist mir schon klar, ey. Es liegt an mir. Es liegt nur an mir. So, jetzt kann ich diesen Walker nehmen. Als. Das ist eigentlich bei dem egal, wie früh ich das mache. Der hat ja eh Zeit bis Weihnachten. Im Grunde. Das Zwischenzeit kann buddelt der da rum. Natürlich ist das der Grund, warum das nicht passt. Weil die Verteilung anders sein muss. Na, auch möglich. Kein Plan. Ich weiß es ja auch nicht. Ich probiere einfach mal aus. Das ist eigentlich ganz gut, dass der jetzt alleine ist. Da habe ich mir die Chance, dass er nur den noch erwischt. So. Vielleicht hängt daran zusammen, dass hier alle gemeinsam sein müssen. Ich weiß es nicht. Wenn ein Lemming ins Ziel kommt, kommen alle ins Ziel. Wenn einer nicht ins Ziel kommt, kommt keiner ins Ziel. Ja, so sieht's aus. So. Okay, probieren nochmal. Die Zeit rennt mal wieder davon. Ja, ein paar kommen durch, aber. So. Ja, aber reicht das denn wieder? Vielleicht reicht es ja. Wird wieder knapp, glaube ich. Sehr knapp. Zu knapp. Oder reicht wieder nicht. Es reicht wieder nicht. Mir fehlen 5 Sekunden oder so, ey. Ach, das ist doch blöd. Was soll ich denn noch machen? Wir wissen, wie das Level funktioniert. Wir wissen, wie man es lösen kann. Nur kriege ich das nicht richtig getimed. Ah. Das ärgert mich, ja. Das ärgert mich total. Weil ich da irgendwie das Gefühl habe, ich bin total doof dafür. So, mal gucken hier. Hat alles total durcheinander. Jetzt ist natürlich problematisch, glaube ich. Da habe ich voll einen Fehler gemacht. Ah, naja. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, jetzt nicht, was wir jetzt mal im Level falsch machen. Ja, was wünscht ihr euch denn zu Weihnachten? Dieses Jahr? Was wollt ihr überhaupt haben? Wenn es nur einen Wunsch gibt. Ah, super. Habe ich jetzt zwei Idioten. Ah, einer kann ja Leute fallen, ne? Einer kann Leute sterben. Einer kann Leute auch sterben. Ja, einer geht noch. Das waren so zwei. Das reicht trotzdem nicht. Oder? Warte mal. Da haben wir 16 Millionen brauchen. Einer. Ja, ich darf auch keinen mehr verlieren. Also egal, passiert doch nicht mehr.
Das muss irgendwie damit zusammenhängen, wie man das hier verteilt mit den Lemmingen. Aber nur so. So. Hoffe, das geht jetzt auch. Ja, was habt ihr, was wollt ihr eigentlich zu Weihnachten haben dieses Jahr? Habt ihr den Wunsch überhaupt noch? Ich hätte noch ein paar Sachen dieses Jahr, aber kriege ich alle nicht. Muss ich mir alle selber kaufen. Ja, ist ja auch okay, ne? Muss man auch mal sagen, aber... Mann, da muss irgendwie gehen, dieses Level hier. So. Da kann ich mich nicht davon überzeugen, dass man aufhören soll zu buddeln. Eigentlich ist das wieder ein Fehler, wenn die schon wieder... Wenn die schon wieder da hochlaufen. Greift wahrscheinlich wieder nicht. Vermute ich mal. Komm, jetzt haben wir noch 11, 12... Wir haben 10. Einer fehlt mir noch. Ach verdammt, so einer hat zu viel tot. Es reicht von der Zeit auch nicht. Verdammter Mist! Es reicht von der Zeit auch gar nicht. Was soll ich noch anders machen? Was mache ich falsch, ist die Frage. Ich spare schon so viel Zeit wie möglich ein. Sowohl hier, das mache ich schon... Ich glaube, besser kann das hier oben gar nicht machen. Ohne dass da der zweite Lemming der blockt immer direkt in dem Moment, wo der andere durchgeht. Besser geht's da nicht. Und hier, ich kann nur hier dran hängen. Aber wie mache ich das? Ich habe keine Ahnung. Das ärgert mich, weil ich überhaupt nicht weiß... Wieso habe ich jetzt wieder 99? Wieso habe ich jetzt 99 gehabt? Was? Das geht doch wieder nicht. Hä? Wieso habe ich, wieder 90? Habe ich den vollen irgendeinen Fehler gemacht, ja. Hä? Wieso habe ich jetzt 99? Ja, ich hab das genugt, weil irgendwie läuft das hier nicht. Jetzt geht's wieder. Hä, was war das? Wieso hab ich hier nun... Ach so! Weil immer das Replay abspielt. Das ist ja blöd. Das ist ja blöd in dem Fall, ja. Das Replay spielt dann ab und stellt das dann hoch. Ja, ja. Klar, am Anfang des Levels hast du immer ein Replay. Ach, hab mich total irritiert. Naja, gut. Ich muss irgendeine andere Verteilung finden. Probieren wir mit 50. Das ist die Lösung. Ich muss die Lemming irgendwie so verteilen, dass die dann alle auf einem Haufen zusammenkommen. Aber, ich bin da noch nicht so ganz sicher, ob das die Lösung ist hier, die ich hier habe. Weil muss ja wissen, wie es funktioniert. Ich krieg das nur nicht genug getimed. Blöderweise. Aber wieder zu viel auf einmal. Wir sind da drei Stück auf einmal oder so sind da jetzt, glaube ich. Oh, nee, doch nicht. So, hat funktioniert. Ja, besser kann man eigentlich nicht machen da. Wir wissen nicht, wie das noch besser gehen soll. Wie ist hier? Sie sind alles schon draußen. Bringt auch nichts mehr. Bringt auch nichts mehr. Also irgendwas mache ich da falsch an dieser Stelle. Irgendwas. Und noch früher kann ich nicht. Ich meine, ich muss auch auf den Lemming warten, dass ich da einen habe, der mich blockiert. So, geht... Ich glaube, das ist so hoch. Aber ich probiere es mal. Geht wahrscheinlich nicht. Das ist so hoch. Ja, ihr seht, das geht nicht. Nee. Das geht nicht. Das ist also zu hoch in dem Fall. Und ich muss hier warten. Bis zum nächsten Lemming. Das ist der, den ich ihm hatte. Jetzt probiere ich mal den. So, im Grunde machen wir immer dasselbe wie die ganze Zeit. Es muss ja so lösbar sein, nur es hängt nur von der Verteilung ab. Die Verteilung weiß ich nicht. Das ist mir nicht klar. Eigentlich, wenn es wieder funktionieren soll, ist ja klar. Wir wissen, was hier, die Lemminge kommen alle an, wenn man mehr Zeit hätte. Die haben wir nicht. Und ich weiß nicht, wo ich die herholen soll, leider. Wo soll ich da mehr Zeit rausholen?
So. Erstmal jetzt ein bisschen tiefer, aber ob das die Lösung ist, ich glaube nicht. Ändert sich damit ja nichts. Ja, weil die schon wieder da hochgehen, die sind zu weit weg. Dann ist das, das habe ich wieder nicht. Das reicht wieder nicht. Deswegen mal dreh gleich zurück, weil da weiß ich, dass das noch nicht reicht mit 10 Sekunden da oben. Die müssen dann schon wieder am Rückweg sein. So, probier's mal so. Nochmal einen Schritt weiter tiefer. Aber eigentlich weiß ich nicht, wo ich da was rausholen soll in einer Zeit. Die müssen eigentlich schon fett. Die kehren schon wieder um, das ist zu weit weg. Also die müssen, das muss. Ich muss da höher irgendwie kommen, aber. Das muss in diesem Moment sein. Nur in diesem Moment ist das möglich. Dann habe ich nämlich die Chance, oben rüber zu gehen, aber. Ja, das reicht zumindest das, aber. Ob das jetzt reicht, ich glaube nicht. Muss das noch was rausholen an Zeit? Das reicht wieder nicht. Nee, das reicht wieder nicht mit denen. Die letzten 5. Oder die letzten 3, was das waren. Ah, your time is up. You rescued 15, you needed 17. You got pretty close that time. Now try again for that few percent extra. Das hat was mit der Verteilung zu tun, die wir haben. Und kann ich das immer durchlaufen lassen? Das kann ich mal so laufen lassen, automatisch. Lass mich jetzt da replay. Ja, da muss ich wohl auch nicht spielen. ja. Aber wo soll ich da was rausholen, ist halt die Frage für mich. Ich weiß es nicht so genau, wo ich das. Ich muss da irgendwas anders machen. Nur wie? Ich meine, das ist alles klar. Das kann nur so weit gehen. Das habe ich alles jetzt gemacht, soweit, ja, aber. Wie kann ich da. Ich muss das irgendwie anders timen, irgendwie. So, jetzt können wir hier wieder einsteigen, weil ich das ein bisschen später machen werde, jetzt hier. Das hat er mir jetzt soweit alles gemacht bis hierhin. Ohne Komfortfunktion, bei Fehlern kann man einfach so weit zurückspulen, klar, aber. Natürlich mache ich das nicht. So, nehmen wir mal den bitte, nehmen wir mal, der ist ein bisschen später. Direkt auf dieser Barriere drauf. Aber ich glaube, das bringt doch auch nichts. Ich muss die Verteilung anders haben, ey. Da darf keiner wirklich, so eine große Gruppe darf nicht mehr zurücklaufen. Wo kriegt die paar Prozent mehr hin? Wir waren eben auf einem besseren Weg, aber. Ja, woran mangelt es, ist die Frage. Woran mangelt es? Ich weiß es nicht, so wirklich. Komm her. So. Okay, wir sehen besser aus, grundsätzlich. Da wir jetzt durchgekommen sind. Reicht das hin? Ihr habt es geschafft! Mit Your Time is Up! Oh, aber einer ist immer noch nicht angekommen ins Ziel, ne? Der letzte kam trotzdem nicht an, ey. Das Zeitlimit ist extrem klapp am Messen. Vor allem, was haben wir jetzt grundsätzlich anders gemacht? Ja, im einen. Pixel später da einen Blocker gesetzt, ja. Das, oh. Diese Detailarbeit mag ich nicht. Na, ich habe Probleme mit sowas. Also ich mag, mögen in dem Fall, ich habe Probleme damit, sagen wir lieber so. Aber wir haben es geschafft und gut, den können wir unser nächstes Level angucken für morgen. Und was erwartet uns dann? Christmas Journey. Und wie gesagt, das ist Thema für morgen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß in dieser Folge. Denkt einen Kommentar unter die Bewertungen. Und damit danke fürs Zusehen und bis morgen!